Herzlich willkommen zu Statistik Grundlagen, Video 21 Mixanova, Video 2 in dieser Playlist, nämlich zum Thema Voraussetzungen für die Mixanova. Nochmal das Beispiel, wir wollen herausfinden, ob sich die Zahlungsbereitschaft ändert mit drei Bio-Labels. Und wir haben einen abhängigen Faktor, nämlich diese Bio-Labels, und einen unabhängigen Faktor, nämlich das Geschlecht. Das heißt, Männer bekommen drei verschiedene Burger zum Verkosten und sollen dann ihre Zahlungsbereitschaft angeben und Frauen ebenso. Das ist unser Versuchsaufbau. Und wir müssen jetzt einige Voraussetzungen beachten, die sich einfach kombinieren aus den Voraussetzungen für die unabhängige ANOVA und für die Messwiederholungs-ANOVA. Denn wir haben ja beides hier in Kombination vorliegen. Das heißt ganz grundsätzlich, was sind nochmal die Voraussetzungen für die ANOVA? Wir fangen ganz oben an. Die AV sollte intervallskaliert sein, das heißt die abhängige Variable, in unserem Fall die Zahlungsbereitschaft, sollte intervallskaliert sein. Das ist sie hier, die ist in Euro skaliert. Wenn Sie eine Likert-Skala haben, üblicherweise, wenn die 5 bis 7 Punkte oder mehr hat, geht man davon aus per Fiat, dass die auch intervallskaliert ist. Dann brauchen Sie mindestens einen abhängigen und mindestens einen unabhängigen Faktor, um eine Mixanova zu rechnen. Das habe ich Ihnen hier gezeigt. Das Geschlecht ist der Unabhängige, die Burgerart die Abhängige. Nochmal zur Erinnerung, abhängig heißt, dass es üblicherweise ist dieselbe Person, die mehrere Messungen durchläuft. Das sind hier die verschiedenen Burgerarten. Und unabhängig heißt, dass es eben unterschiedliche Personen oder Entitäten ganz allgemein sind. Und das ist hier beides gegeben. So, und jetzt wird es spannend, denn wir haben sowohl Sphärizität als auch Varianzhomogenität, das ist ein kleiner Rechtschreibfehler, als Voraussetzung. Und zwar, was ist hier gemeint? Wir brauchen einmal die Sphärizität für die Faktorstufen der abhängigen Variable. Sie erinnern sich, wenn Sie die Playlist für Messwiederholungs-ANOVA angeschaut haben, dass Sphärizität die Voraussetzung für eine Messwiederholungs-ANOVA ist. Das ist im Prinzip auch eine Form der Varianzhomogenität, allerdings nicht zwischen den Gruppen, sondern innerhalb einer Gruppe. Also die Sphärizität testet innerhalb der Gruppe, beziehungsweise dann über Männer und Frauen hinweg, deswegen eigentlich müsste ich es hier so in die Mitte zeichnen, wie verändert sich die Varianz auf diesen drei Faktorstufen der abhängigen Variable, nämlich hier der Burgerart. Und die sollte relativ gleich sein und das kann man testen, zum Beispiel mit dem Mauchli-Test. Das heißt, hier eine Möglichkeit, den gibt es auch in SPSS, der Mauchli-Test. Wenn der nicht signifikant wird, dann ist alles in Ordnung. Wenn der signifikant wird, dann gibt es eine Korrektur, nämlich eigentlich sogar zwei nach Greenhouse-Geiser oder Huynfeld. Aber die Schöne ist, die werden Ihnen beide standardmäßig mit ausgegeben in SPSS. Das heißt, diese können Sie direkt aus dem Output der ANOVA ablesen. Das heißt, Sie müssen nur in die richtige Spalte dann schauen. Das schauen wir uns nachher an dem SPSS-Output auch nochmal an. Dann ist auch Varianzhomogenität zwischen den unabhängigen Faktoren eine Voraussetzung. Das bedeutet, dass wir uns anschauen müssen, ob hier zwischen Männer und Frauen Varianzhomogenität gegeben ist. Und zwar nicht nur einmal leider, sondern zwischen all diesen Faktorstufen der Messwiederholungsvariable. Das heißt, wir müssen uns jetzt, deswegen mache ich das hier weg, weil man schaut sich das tatsächlich auf den Faktorstufen an, anschauen, ob die korrespondierenden Faktorstufen, ob da eine Varianzhomogenität gegeben ist. Das testet man mit dem Levine-Test und den kennen Sie auch schon, wenn Sie die Playlist zum unabhängigen ANOVA angeschaut haben. Da gilt auch genauso, da ist alles in Ordnung, wenn dieser Test nicht signifikant wird. Wenn der signifikant wird, dann ist es ein bisschen komplizierter, was Sie dann machen. Ich rate meinen Studierenden immer, zunächst mal einfach trotzdem die ANOVA zu rechnen, aber natürlich das einmal transparent anzugeben, dass hier eine Voraussetzung verletzt ist, zum Beispiel eine Limitation. Und man kann dann verschiedene Varianten der Fehlerbehebung angehen. Klassischerweise würde man versuchen zu bootstrappen und das können Sie aber nicht direkt in dem ANOVA-Menü, aber zum Beispiel die Post-Hoc-Tests, die könnten Sie über das Bootstrapping-Verfahren machen. Sie könnten auch die Daten trimmen. Das bedeutet, dass Sie zum Beispiel die Ausreißer rausnehmen, oberen, unteren 5 oder 10% der Daten. Es gibt noch einige mehr Methoden, die man machen kann, um mit Varianzhomogenität
umzugehen oder Heterogenität in dem Fall. Die sind aber alle nicht ganz so einfach umzusetzen. Das ist tatsächlich dann ein Problem. Wie gesagt, ich würde Ihnen empfehlen, rechnen Sie trotzdem die ANOVA zunächst mal durch, wenn Sie Varianzhomogenität verletzt haben, also Varianzheterogenität zwischen bestimmten Faktorstufen haben. Und geben Sie das in den Limitationen an. Versuchen Sie dann vielleicht abschließend nochmal eine Korrektur anzuwenden, zum Beispiel eben über Trimmen, Normalisieren von Daten oder indem Sie zum Beispiel Post-hoc-Tests verwenden oder Bootstrapping. So viel dazu. Weitere Fragen und Details finden Sie wie immer auf Statistikgrundlagen.de.